Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Daily Challenge, dieses Mal im Extremmodus wieder. Ihr seht schon, wir rennen wieder durch das Labyrinth und das Einzige, was gegenüber dem normalen Modus eigentlich ein bisschen schwerer ist, dass wir gleich zum Anfang besondere Fähigkeiten benötigen, beziehungsweise wir halt eben 3 Taschen statt 2 Taschen drücken. Ihr seht das auch unten. Hier ein schöner Sprung, wir müssen gar nicht so arg mit den Kisten hin und her schieben, sondern wir können das auch durch normale Sprünge halt eben hinkriegen. Hier auch nochmal springen, hier die Kiste runter, hochziehen, wir ignorieren es auch, wenn die runter zum ziehen, die paar Looms sind jetzt auch egal. Also es kommt uns ja auf die Entfernung drauf an. Hier können wir uns einfach fallen lassen und im Wichtigsten ist auch wieder hier die gelbe Taste. Immer wenn wir Zeit haben, probieren wir eigentlich die gelbe Taste irgendwie zum Drücken, damit wir hier noch entsprechende Sachen runterkriegen. Hier natürlich nicht so oft, damit nicht die Stampfer wieder nach oben geht. Hier entfernen wir auch wieder die Geister. Springen rüber, Absprung richtig schaffen und hier runter rasen lassen. Auch wieder Geister entfernen, soweit es geht. Und hier auch wieder über den kleinen Aufhalter rüber. So, hier müssen wir auch schön reagieren. Einmal drüber. Drüber, auch wieder Geister entfernen. Achten, sobald die Kiste kommt, einmal runter. Ja, hier haben sie... Leider die andere auch dann gleich runter. Ich wollte mich eigentlich hochkatapultieren. Hier ist das gleiche wie vorher, kennen wir ja schon von vorher. Auch wieder Stampfer nach unten. Springen, auslösen und rüber. Und schon sind wir eigentlich durch den leichten Teil durch. Und jetzt trennt sich eigentlich so die Spreu vom Weizen. Das heißt, hier haben wir jetzt ungefähr die Goldgrenze. Wir gehen drüber. Lassen uns schön durch den Teil fliegen. Und hier habe ich dann... leider versagt, indem ihr vergessen habt, den Ring richtig zum Verwischen und das Ganze hochzuziehen. Ja, ihr seht, heute ist die Daily Challenge ein bisschen herausforderungsreicher, aber ich denke, morgen wird es wieder leichter und wir sehen uns zu einer neuen Runde. Ciao, ciao!